Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem Syndikat-Deck, denn ja, wir werden jetzt natürlich die nächsten Tage immer die neuen Karten ausprobieren, die rausgekommen sind. Das heißt, erwartet halt immer so, dass wir erstmal, wir können nicht alles auf einmal machen. Es kommen auch noch Decks, die ihr euch wünschen werdet. Ja, aber Syndikat war jetzt erstmal das zweitmeist gewünschte Deck. Und zwar Firestorm Swarm, Syndikat. Hat tatsächlich Himmelfahrt bekommen als neue Karte. Und ich muss sagen, Himmelfahrt in den Spielen, es ist eine saugefährliche Karte und er ist sau nice, weil er kommt aufs Feld, wir generieren eine Gemeinde, spielen die Gemeinde aus. Das heißt, dadurch, dass wir mit Himmelfahrt einen Entfachter auf dem Feld haben, kriegen wir drei Zweier-Entfachte und wir können einen dieser Tokens halt zerstören und rufen eine entfachte Bronzeeinheit aus dem Friedhof wieder in dieselbe Reihe herbei. Das heißt, das Ziel, was wir holen wollen, ist der gefallene Ritter. Der gefallene Ritter verbessert sich immer, wenn wir eine Karte generieren, eine Einheit generieren, und er verbessert sich pro Verbrecherkarte wegen dem Einschüchterungseffekt auch nochmal um einen Punkt. Gefallene Ritter ist quasi der Flatterer für Vampire, der Bote des Meeres für Skellige, die alte Form von den Zweihändern. Es ist eine sehr starke Karte, gerade im Firestorm. Du kannst unfassbar viel generieren und die Karte kann auch locker 20 Punkte machen. So. Das sind halt so die krassen 6 Provisionskarten. Also diese Karten können richtig krass austicken. Und diese 6er Provisionskarten, was schön ist, werden in letzter Zeit immer häufiger gespielt. Entweder sie können halt krasse Engines sein oder sie können krasses Tempo bringen. Eins von beiden, ne? Gefallene Ritter zählt hinzu. Was wir auch noch spielen, weil ich es mal ausprobieren wollte. Wir spielen den Bettlerkönig in diesem Deck. Bettlerkönig hat mir schon allein in Firestorm saugut gefallen. Immer wenn wir ein Tribut zahlen, kriegen wir die Münzen für den Tribut wieder quasi, weil er hat einen Zähler von 9. Jedes Mal, wenn wir den Zähler runterticken, kriegen wir die Münzen wieder. Und je nachdem, wie viele Münzen wir für den Tribut zahlen, kriegen wir halt Zähler runter. Nach 0 kommt er aus dem Deck raus. Bettlerkönig war nochmal A1, mehr Münzen für uns, wenn wir Tributkarten ausgelöst haben. A2 war Bettlerkönig tatsächlich eine Möglichkeit, auch nochmal extra Punkte zu generieren, indem er aus dem Deck rauskommt. Und mit Karten wie Jug, mit Karten wie den Hütern der Flamme, mit Karten wie zum Beispiel den Kleriker der flammenden Rose, zum Beispiel, ja, wir haben auch einen entfachten Schreiber, weil ich nicht wusste, ob es mit dem Tribut ausreicht, können wir sogar Bettlerkönig in so einem Firestorm-Swarm-Deck rausholen. Und das ist wirklich relativ nett gewesen. Der Bettlerkönig ist, wie gesagt, keine verkehrte Karte. Der kann ganz leicht 13 Punkte machen, weil er uns einfach die Münzen wiedergibt. Wenn man zum Beispiel sowas wie einen Kleriker der flammenden Rose ausspielt, kriegen wir halt 6 Punkte und nochmal gleichzeitig 2 Münzen. Das heißt, die Karte ist rein theoretisch 8 Punkte beim Ausspielen wert, ohne einen Nachteil. So, dann musst du den Bettlerkönig im Deck haben. Von daher hat er mir relativ gut gefallen. Ansonsten, Heilige Flamme wurde gebufft. Der Aufbau ist bei mir immer noch so ein bisschen derselbe. Wir wollen das Feld voll swarmen. Wir wollen möglichst viele Einheiten generieren. Mit Karten wie Schmuggel, mit Karten wie Gemeinde. Inquisitor Hellwied, Jug zählt dazu. Die ganzen Karten werden dann mit Tag des Zorns gebufft, die 3 Schaden verursacht und dann jede verbessert oder jede entfachte Einheit bei uns verbessert. Mit dem Todesstoß jede Einheit bei uns um einen Punkt verbessert. Heilige Flamme hat einen Befehlseffekt, dass wir alle verbündeten entfachten Einheiten verbessern. Das ist halt quasi so das Ding. Und ja, wir wollen halt quasi eigentlich nur Priester viele benutzen, wollen die Priester vielleicht mit Kleriker der flammenden Rose verwandeln, wollen alle Kleriker der flammenden Rose hochbuffen. Und dieses Deck kann tatsächlich einiges an Punkten machen. Man sollte sie definitiv nicht unterschätzen. Viel Spaß bei den Runden und bis zum nächsten Mal. Hau da rein. The Eternal Fire lights our way. Okay. Oh, wir haben schon. Die gefallenen Ritter mit Schleier sind natürlich gegen Vampire richtig geil. Wir haben 2 Gemeinden. Ich glaube, wir brauchen Mutantenmaschaffe erste Runde nicht. Bad brauchen wir nicht. Bank behalten wir mal. An sich eine ganz nette Hand für die erste Runde. Vor allem mit dem können wir ja auch zur Not die Karten verwandeln. Okay. Fangen wir an mit dem Ulrich. Wenn wir ihm jetzt erstmal Schleierkarten hinsetzen, dann kann er ganz gerne versuchen zu bleeden, aber es wird nicht ganz klappen. Wobei, er braucht ja nur ein Ziel für Regis. Okay.
to trade in Fisted. Eternal fire, protect us. Das neue Befehlszeichen sieht so weird aus. Naja, das ist ja, dass du Befehle einmalig benutzen kannst oder mehrmalig. Ich finde das ganz nett. Halt! In the order's name, I confiscate these goods. Die können wir ja mit Himmelfahrt wiederbeleben, rein theoretisch. Das sind ja Entfachter. Das heißt, wenn er keinen Angriff hat und Himmelfahrt nicht wegkriegt, dann können wir die ganze Zeit die Ritter wiederbeleben und das wird übel. Er kann nur Blutung. Das ist schon ein bisschen fies. Bam! 39 Punkte. Da kommt die Gemeinde, Jungs. Das ist jetzt halt nämlich das Sau-Nice. Wir können den ausspielen, Tribut zahlen, kriegen die zwei Münzen durch den Bettlerkönig wieder und können die Blutung einfach runter verwandeln. Okay, den Blutmund können wir natürlich auch relativ gut aufhalten. Okay, ich glaube, nächste Runde passen wir fast sogar. Oder wollen wir noch XCOM? Ja, das Problem war, ich würde ihn schon ganz gerne zweite Runde versuchen zu bleeden. Also ich würde schon ganz gerne erste Runde gewinnen. Müsste jetzt aber auch ordentlich Punkte aufholen. Das Ding ist nur, er macht noch mit den Blutungen Punkten. Ferke oder so wäre ganz nett. Will ich Bank ausgeben, erste Runde? Ich glaube, ich benutze lieber XCOM. Okay, wir haben leider keine Münzen, ne? Dann benutzen wir den Mutantenerschaffer. Perhaps a different ingredient. An active one. Okay. Die Flamme hatte keine Zähigkeit, oder? Ja, wir benutzen die Bank. Himmelfahrt brauchen wir noch nicht wirklich. Büßerprozession wäre jetzt 12 Punkte. Hüter der Flamme. Wie viele Münzen haben wir? 6. Das heißt, du nichts. 5, 4. Können wir leider den Tribut nicht auslösen. Büßerprozession wären halt einfach 12 Punkte. Himmelfahrt wäre natürlich mehr, aber wir haben momentan nichts zum Wiederbeleben. Da hätte ich eher für spätere Runden ganz gerne. Come, brothers. We've not to fear. Okay. So, und jetzt brauchen wir einen Himmelfahrt. Dann können wir Himmelfahrt nämlich sofortig wiederbeleben. Oder mit Himmelfahrt sofortig einen Ritter wiederbeleben. Und können nochmal mit Hellwied und alles spawnen. Und dann noch eine Flamme. Also wenn wir jetzt Himmelfahrt ziehen, dann haben wir einen richtig guten Push.
Schade, kein Himmelfahrt. Ich möchte eigentlich trotzdem pushen, weil Orianna auf einer langen Runde gefällt mir gar nicht so. Oder wollen wir eine lange Runde versuchen? Aber ich glaube, eine lange Runde gegen Vampire mit Flatterer und Blutung können halt sehr übel werden. Zumindest Orianna oder so würde ich ganz gerne noch rausziehen. Wenn wir nächste Runde noch Himmelfahrt Jack kriegen würden, dann würde es sich eigentlich auch schon lohnen. Okay, wir versuchen mal einen Push. Remove his cowl, then his ears. Hat sich rausgestellt, dass ich Lotten Iris spiele mit den Piraten. Mein, kann man machen. Gut. Verwandeln. Gut, dass wir kriegen auch mit denen eigentlich. Eigentlich ist der Bettlerkönig mit den Klerikern voll geil. Weil wir kriegen gratis nochmal einen entfachten Eifra und wir können nochmal die zwei Münzen wieder kriegen. Das heißt, der Kleriker sind 8 Punkte beim Ausspielen mit Bettlerkönig im Deck drin. Okay, wir haben nicht mehr so krasse Verbrecherkarten, aber das ist nicht so schlimm. Ja, Waffen schon mal. Gefahr. Ich will halt mindestens Orianna rauskriegen, ne? The gate must be secure. Will halt mindestens Orianna rauskriegen. Falls er Orianna hat. Aber ich denke, wir werden nächste Runde definitiv passen. Oder wir könnten eigentlich noch mit Ferko, wir hätten Schmuggel noch rausholen können und mit Helmut noch ordentlich spawnen können. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätten wir das vorher gemacht. Aber Ferko können wir noch für nächste Runde gebrauchen. Okay, wir passen. So, er hat keine. Das ist nämlich der Nachteil am Unsichtbaren, wenn du mit Hingabe spielst. Er hat keine Blutungen mehr für Orianna. Also er setzt zwar noch ein paar, aber Orianna ist trotzdem ein bisschen schwächer. Er müsste schon den Regis benutzen, wenn er, glaube ich, diese Runde noch schaffen will. Und wenn er Regis benutzt, hat er für die kurze Runde nichts mehr. Okay, rote Flatterer reicht trotzdem aus. Regis ist natürlich für die kurze Runde noch saugefährlich. Mal gucken, ob wir müssen Himmelfahrt ziehen, ansonsten sieht es nicht gut aus für die kurze Runde. Das ist nicht das, was wir ziehen wollen. Okay, wir haben Himmelfahrt und Jack gemisst. Heilige. Kriegen den Bettlerkönig auch nicht raus. Knifflig. Ich denke, das werden wir definitiv verlieren. Gut, es könnte uns zumindest noch einiges retten. Okay,
Das kann uns zumindest noch ein bisschen was retten. Regis wird nur natürlich sehr übel. Ich rechne mit fast 20 Punkten oder so. Was hat er abgeworfen? Raubtiersprung. Und ihr sagt noch, Kafu, Spiel Raubtiersprung in Vampiren. Ja, Premium-Karte. Spiel Raubtiersprung in Vampiren, Kafu, tu es. Oh, 18. Oh, das ist heftig. Kommen wir da noch ran? Müssten wir schaffen, weil wir haben noch mal einen kompletten Reihenbuff. Fire Swarm! Der Raubtiersprung hat ihm das Genick gebrochen. Okay. Fire Swarm ist auch relativ lustig. Wir haben jetzt auch sogar, wir haben Jack und wir haben Himmelfahrt. Ist gut, ich habe erste Runde natürlich ein bisschen viel ausgegeben. Man muss auch sagen, wir hatten für die erste Runde eine wirklich ziemlich gute Hand. Aber das ist schon, was man an Vampiren gemerkt hat. Also selbst in einer kurzen Runde, wenn sie Regis raus haben, sind Vampire in einer kurzen Runde immer noch sau scheiße. Das heißt also, wenn man pushen kann und Regis rausholen kann, lange Runde kann halt wegen Orianna gefährlich werden und wir haben keinen Angriff. Das heißt, wenn man Angriff hat, kann man versuchen, die lange oder zurücksetzen, kann man versuchen, die lange Runde zu spielen. Wenn nicht, dann würde ich es wahrscheinlich doch eher auf die kurze Runde beziehen. Aber gut. Rückenschild. Okay, könnten wieder Vampire sein. Oder Kel'Thulis. Kein Fan-Moment hier? Doch, ich liebe die neuen Vampire. Aber die neuen Vampire wurden schon wieder als das Unbesiegbare hingestellt. Wir haben Brand noch nicht getestet, Olli Bernd. Wir müssen eine Menge testen. Wie gesagt, wir werden heute auch nicht alles schaffen. Wir werden heute nicht jede der neuen Anführerfähigkeitskarten schaffen. Aber ich denke, auch Brand ist ziemlich gut. Brand gefällt mir schon allein vom Spielstyle ziemlich. Okay, wir haben den Hüter der Flamme. Fachten Schreiber, Kleriker der Flammenden Rose, Schmuggel, Gemeinde, Ferko. Das ist eine relativ ordentliche Hand für die erste Runde. Ich denke, die werden wir so behalten. Also Brand mit Veteran kann ziemlich gut sein. Okay, ich glaube, wir spielen gegen Kel'Thulis Deck. Gut. Der gefallene Ritter wird höchstwahrscheinlich sterben. Möchte ich? Nee, ich möchte keine Anführerfähigkeit benutzen. Also er könnte selbst wenn Parasit haben. Wenn es wirklich Kel'Thulis ist, dann ist Fire Swarm knifflig. Holt er sich jetzt Kel'Thulis? Nee, Verteidiger holt er sich raus. Ne, Ciri sogar. Und wir verlieren natürlich Himmelfahrt, ne? Das ist nicht so schön. Ich habe auch keinerlei. Ich habe leider keine 5 Schaden mehr. Aber was soll's, da können wir nichts gegen tun. Und wir haben Himmelfahrt schon verloren. Ja, Kel'Thulis kann übel werden. Da ist er. Das ist natürlich das Problem. Wir haben wenig Angriff. Okay, wir haben einen von denen verloren. Das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt natürlich der Nachteil, dass wir keinen Junior und so haben. Hark, Brothers. These are the words of Scripture. Weil wir könnten nichts wiederbeleben, ne?
Helmi zu verlieren gegen Ihu ist schon sehr doof. Das ist wahrscheinlich Ihu, das ist wahrscheinlich Bikukus Kedules Deck. Und wir haben auch nichts zum Ciri aufzuhalten. Er ist halt so mutig. So jedes Angriffsdeck würde ihn komplett zerficken. Weil er einfach nicht mal den Verteidiger hat. Ja, der Coinflip wird wieder gedreht, aber was will ich machen? Ich kann nichts tun, leider. Wir beleben nur drei sehr gute Karten wieder. Von daher, ich werde einfach passen. Ich meine, wir kriegen Himmelfahrt wieder, wir kriegen unseren gefallenen Ritter wieder und wir kriegen einen Flammenrosen-Soldat wieder, wenn er Hexensabbat benutzt. Haben noch einen Jan Ulrich. Hätten schon einen Jug. Das ist eine ganz nette Hand. So, die Frage ist, Büßerprozession ist mir, glaube ich, zu unsicher, weil er wird unsere ganzen Tokens zerstören. Kleriker gefällt mir noch sehr gut. Aeromantie, Hexensabbat. Ne, erstmal Verteidiger. Okay. Fallen Knights, that is who we are. Wir werden tatsächlich einen beschwören, dass Parasit unseren gefallenen Ritter nicht zerstören kann. Bettler hat ein Tribut von 7. Ja, der ist 2 gezahlt. Na, okay. Ja, eigentlich mit einem Hüter der Flamme und dann mit einem Jug kriegen wir den Bettlerkönig raus. Da können wir auch den Bettlerkönig gleich benutzen. Also diesmal werden wir ihn definitiv rauskriegen. Beast. To trade, fist, eternal fire, protect us. Grässliches Gnade. Okay, das ist nicht so schlimm. Ja, will ich direkt schon einen Jug benutzen? Jug macht ordentlich Punkte, ne? Wir müssten jetzt, glaube ich, definitiv was beschwören. Ich will von dem Punkt nicht hinten landen. Wobei er wird uns auch die gefallenen Ritter wiederbeleben, so wie es momentan aussieht. 2 Stück mindestens. Das könnte ganz gut sein für uns. Okay, benutzen wir mal dich. Ja, er passt. Aber das ist nicht schlimm. Der Hund kriegt nochmal 2 Punkte. Das heißt, er kommt auf 25. Das heißt, wir müssten eine 7-Punkt-Karte ausspielen. Dann können wir den Kleriker benutzen. Wobei, Kleriker würde ich ungern... Wobei, eine Fachte Schreiber haben wir jetzt schon ausgespielt, ne? Ich will eigentlich nicht so viele Vierer ausspielen. Reicht Tag des Zorns auch aus? Mein Tag des Zorns bufft wie viel? 1, 2, 3, 4, 5... Ja, Tag des Zorns reicht aus. Macht zwar keinen Schaden, aber wir kriegen Buff und die buffen sich alle doppelt. Wir haben eine Karte weniger. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es in der langen Runde funktioniert. Wir kriegen aber den Bettlerkönig raus. Und wenn er sein Wiederbeleben benutzt, kriegen wir, glaube ich, mindestens einen der gefallenen Ritter. Himmelfahrt wäre jetzt natürlich echt Premium gewesen, aber den hat er uns leider aus dem Deck rausgeholt. Okay, Bettlerkönig muss definitiv ins Deck rein. Bank ist noch eine gute Karte. Hüter der Flamme können wir ablegen. Büßerprozession ist knifflig, aber ich glaube, viel besser hätten wir auch nicht ziehen können. Viel besser hätten wir auch nicht ziehen können. The eternal fire shall consume all that is impure. Ja, Schreiber ist falsche Reihe, das weiß ich. Mal gucken, was kriegen wir raus? Gefallene Ritter, 3 Stück. Gib ihm. Ah, wir kriegen den Schreiber.
Leider, leider. Okay, jetzt benutzen wir einen Jug. So, Bettlerkönig kommt raus. Weiß, dass er definitiv noch eine Hitzewelle haben wird. Wir brauchen einen Zweieropfer. Ich beschwöre, glaube ich, sogar mal beide Zweieropfer. Und ich möchte Jug ein bisschen beschützen. Münzen brauchen wir ja eh nicht mehr wirklich, außer für Helvid. Ja, Kedulis ist so allgemein unangenehm gegen uns. Weil er wird uns jetzt immer einen Zweier wegbrennen. Okay, nimmt den Bettlerkönig weg. Das ist sogar gar nicht so schlimm. Damit kann ich tatsächlich sogar leben. Wobei er nimmt halt nicht so viele weg, weil er wird immer einen Zweier zerstören, ne? Selbst wenn er mit nie von den Zweier wegschießt. Ich verwandle sogar, glaube ich, mal lieber die vorne. Hintere Reihe kann ich noch mit Helvid beschwören. Vordere Reihe halt nicht mehr. Er hat auch noch eine Hitzewelle. Okay, wir verlieren hinten einen. Ich meine, Bank wird uns nicht mehr so viel bringen. Höchstens noch einen Hüter der Flamme, was ganz nett sein kann. 1, 2, 3, 4, 5. Das Büßerprozession würde jetzt halt sich für umsonst ausspielen. Ich bin Kelly so gar nicht unangenehm. Also wenn du Antworten spielst. Kelly ist natürlich unangenehm, wenn du keine Antworten spielst. Aber sobald du ein bisschen Kontrolle spielst, haben wir ja gesehen, kann Kelly richtig leiden. Moin Blackbeard. Und auch so, wir haben halt ein paar Zweier, die wir opfern können. Klar, die kosten uns ein paar Punkte. Wir haben nur den Kartennachteil, was vielleicht schlimmer ist. Aber wir können noch ein komplettes Feld am Ende buffen. Bin mal gespannt. Hat natürlich noch so Karten wie Hitzewelle, aber Kelly müsste auch noch die Hexenschülerin haben. Die müssten jetzt kommen. Aber er scheint halt keine gute Hand zu haben. Ah, wir haben ein paar Münzen verloren gerade, ne? Hitzewelle wird auf die 14er gehen, garantiert. So, die eine Münze kann ich ja noch benutzen, um hier was zu sichern. Will er uns Helvid wegnehmen? Dudu. Okay, er holt sich die Büßerprozession. Mein punktetechnisch sieht es gar nicht so verkehrt aus bei uns, aber er wird uns noch die 18er wegbrennen, halt mit einer Hitzewelle. Noch ein Schwalbenkrank. Der fürchtet. Er bufft halt auch nur Verteidiger. Er fürchtet sowas von keine Hitzewelle. Okay. Spielt schon mal Mutantenerschaffe aus. Generiere noch eine Karte. Wir verwandeln noch mal zwei. Und benutzen schon die Flamme. Nee, Kortwitch, also du spielst K-Tool, ist immer mit Hitzewelle. So. Bank. Hüter der Flamme ist trotzdem das Beste. Weil wir können hier nochmal zwei anliegende Karten verbessern. Das letzte, was wir haben, ist Tag des Zorns. So, er brennt uns jetzt nochmal eine Dreier weg. Zwei Dreier wahrscheinlich.
Aber wobei, wir können noch eine Zweier erschaffen, wenn uns jetzt noch was wegbrennt. Sei denn, wir uns jetzt Hellweed weg, dann nicht. Aber dann müssen, können wir die Münzen immer noch in Jack reinstecken. Okay. Tag des Zorns, kriegen noch eine Münze, können noch mal einen Zweier als Opfer spawnen. Er hat noch eine Hitzewelle, nehme ich an. Oder Sporen, definitiv. Damit kann er die 23er zurücksetzen. Brennt uns noch mal eine Zweier weg. Kann uns sogar noch eine Vierer wegbrennen. Ich denke, das müsst ihr noch hinkriegen. Ja, da sind Sporen. Letzte Karte ist Hitzewelle, die nimmt uns eine 14er weg. Und er brennt uns jetzt halt schon die Vierer weg. Oder? Reicht es aus? Okay, er verbrennt uns jetzt nur eine Dreier. Hitzewelle. Artefaktkompression sogar nur. Dann hat er verloren. Ja, haben auch gegen Kelly mit einer Karte weniger in einer langen Runde gewonnen. Wir opfern einfach ein paar Priester. Man muss aber auch sagen, er hat extrem riskant gespielt. Er hat den Verteidiger so extrem stark hochgebufft. Er hat einfach keinen Respekt vor der Hitzewelle gehabt. Hitzewelle hätte ihn so hart getroffen. Von daher, also ich mag Firestorm Swarm. Ist ein super Deck, ist eigentlich ziemlich lustig. Und man sieht, es kann halt auch relativ gut performen so. Wir haben jetzt nur leider Hellweed nie wirklich eine Aktion gesehen, ne? Weil im ersten Matchup haben wir ihn nicht gezogen, im zweiten Matchup wurde er uns aus dem Deck rausgezogen. Ja, moin. Und jetzt stellt euch mal auch vor, du könntest wirklich mit Hellweed, erschaffst du erstmal ein paar Einheiten und dann generierst du gleichzeitig noch so einen gefallenen Ritter, ne? Wenn Hellweed keinen Cooldown hätte auf seiner Fähigkeit, dann wäre der so stark, weil du könntest in einer Runde, könntest du einfach drei Ritter wiederbeleben. Hellweed wäre einfach ein Finisher. Der würde jeden fertig machen. Da würde sogar Regis alt aussehen. Aber er hat leider einen Zähler drauf, ne? Also dass er die Fähigkeit nur einmal pro Runde einsetzen kann.